Ja, einen schönen guten Abend für diejenigen von Ihnen, die sich vielleicht wundern, dass ich eine offizielle Präsentation zu dem Thema Remarkable 2 mache. Hat ganz einfach damit zu tun, dass das Remarkable 2 ein ganz zentrales Arbeitsmittel für mich ist oder das Remarkable 1 bisher war, aber ich kann Ihnen jetzt schon verraten, das ist vergessen, das Remarkable 1, und es wechselt die BesitzerIn, muss man sagen. Und ich freue mich, dass ich heute mit einem ganz kurzen Video zeigen kann, was die Stärken und Schwächen sind des neuen Geräts, wo Sie Verbesserungen erwarten dürfen und vor allen Dingen, wo man sich tatsächlich freuen kann, dass ein schon so gutes Gerät nochmal zentral weiterentwickelt worden ist, sodass ich eigentlich schon vorwegnehmen kann, dass sich die Anschaffung für jeden von Ihnen und für jede von Ihnen lohnen wird. Ja, aber vielleicht, um nicht zu viel vorwegzunehmen, zeige ich Ihnen jetzt einen kurzen Zusammenschnitt des Unboxings dieses tollen Geräts. Und glauben Sie mir, schon allein das ist ein Erlebnis. Schon allein dafür lohnt sich, das in dieses digitale Papier zu investieren. Und ja, würde direkt springen in das Unboxing. Also, die uninteressanten Teile habe ich ein bisschen vorgespult. Den Packungsinhalt kam heute erst an. Batch 2 war ich dabei. Und als erstes sehen wir hier den Stylus, den neuen, der sich tatsächlich, das zeige ich auch nachher nochmal im Detail, vom alten nicht wirklich unterscheidet. Ja, er ist ein, liegt ein bisschen besser in der Hand, er ist ein wenig, fühlt sich schwerer an und hat vor allen Dingen eine schwarze Spitze. Und Sie werden den gleich in der Verpackung sehen. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier war ich mit dem Messer etwas grob. Hätte überhaupt nicht sein müssen. Und das Ganze in einer sehr schönen, stilvollen Verpackung. Also der neue Stylus mit einer Griffmulde liegt sehr viel besser in der Hand. Macht insgesamt einen wertigeren Eindruck als der Stylus des ersten Remarkable. Und da sehen Sie die Pins, die Spitzen für die zum Schreiben. Und eine sei gleich vorweggenommen: Sie können auch Ihre Pins des alten Remarkable benutzen, so Sie noch welche vorrätig haben. Also Sie unterscheiden sich auf den ersten Eindruck nur in der Farbe. Das war eine meiner größten Sorgen, dass ich diesen Vorrat an Remarkable-Pins, die ich zur Verfügung habe, nicht weiter nutzen kann, sondern tatsächlich alles neu kaufen muss. So, das Highlight des Ganzen ist das Remarkable selbst. Und für diejenigen, die das Ganze noch vor sich haben, kann ich nur sagen, genießen Sie diesen Augenblick. Es ist tatsächlich ein tolles Stück Hardware, das in den Grundfunktionen dem Remarkable 1 im Wesentlichen entspricht. Es gibt einen und ganz zentralen Unterschied, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, dass Sie keine Hardware-Buttons mehr zur Verfügung haben, also es ist ähnlich dem Hardware-Sprung vom Kindle auf den Kindle Paperwhite. Also das heißt, dass Sie jetzt hier navigieren durch das Swipen auf dem E-Ink Display. Und das Ganze das wird man jetzt auch gleich sehen, nicht mehr über ein Micro-USB-Kabel geladen, sondern über ein USB-C-Kabel, ja, das dem Gerät beiliegt. Leider ist kein Ladestecker mit dabei, so dass man hier ein vorhandenes Netzteil braucht. Über die Ladezeit, da war ja das Remarkable 1 etwas, sagen wir vorsichtig, etwas gemächlich. Kann ich jetzt noch nichts sagen, das würde ich noch ausprobieren, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Performance schlechter ist als beim Vorgänger. Und jetzt zum Herzstück des Ganzen, das ist das Gerät selbst, das einen sehr wertigen Eindruck macht. Ich zeige es nachher auch nochmal im Detail. Sehr gut in der Hand liegt, etwas mehr Gewicht mitbringt und insgesamt nur nochmal schmaler ist. Ich habe nicht gedacht, dass mich der Unterschied, dass sich der Unterschied so stark bemerkbar macht. Aber im Vergleich zum alten Remarkable ist das neue Remarkable tatsächlich sehr, Moment, wie klappe ich jetzt? Also gefühlt fast um die Hälfte schmaler. Und das ist
ein Punkt, den man tatsächlich haptisch mitnimmt. Nichts, dass es was an der Funktionalität ändern würde, aber es fühlt sich grandios an. Und unabhängig davon kann man es natürlich sehr, sehr schnell einrichten. Was Sie machen müssen, wenn Sie schon ein erstes Remarkable haben, dass Sie erst das alte Remarkable aus Ihrem Account herausnehmen, also den vom Account trennen. Und dann können Sie das neue Remarkable tatsächlich einwählen. Hier jetzt die WLAN-Verbindung, die ich gerade einrichte. Und das sind die einfachsten Schritte, die hier zusammenkommen. Die Verbindung geht relativ schnell. Und jetzt im nächsten Schritt werde ich mein altes Remarkable vom Account lösen. Das ist jetzt der nächste Schritt, der jetzt ansteht. Und dann tatsächlich das neue Remarkable damit verbinden. Und bevor Sie es probieren, Sie werden gleich ein Passwort sehen, das wird Ihnen nichts nützen. Das ist ein einmal generiertes Passwort für die Aktivierung des Geräts. Und damit, jetzt nehme ich das alte aus dem Account. Und was ich Ihnen aber zeigen möchte und zeigen kann, ist das, was Sie jetzt neben dem alten Remarkable einsehen. Das ist eine alte Hülle, die ich mir gewünscht habe, um das Remarkable besser zu schützen. Die ist sehr schick, das ist eine Lederoptik. Und ich habe die Gelegenheit genutzt und habe mir für mein neues Remarkable gleich eine solche Hülle wieder mit dazugestellt. Und es gibt an dem alten Remarkable einen entscheidenden Nachteil, nämlich den, dass die Ladebuchse an der Unterseite mittig sitzt, während ich jetzt hier beim neuen die Sprache einstelle. Und wenn Sie das Remarkable in die Hülle getan haben, sind Sie nicht mehr an den Ladeslot herangekommen, sodass Sie es nur laden konnten, indem Sie es faktisch aus der Hülle nehmen. Das Ganze ist beim neuen Remarkable ein wenig anders. Das werden Sie aber gleich sehen. Jetzt hier im Moment sind es nur die Schnelleinstellungen und im Moment ist jetzt schon das Remarkable mit meiner Cloud verbunden und aktualisiert automatisch alle Daten, die in der Cloud liegen. Sehr komfortabel. In Summe hat das Ganze nicht länger gedauert als 11 Minuten. So, jetzt zum letzten Teil. Das ist die Hülle für das neue Remarkable, die ich jetzt noch auspacke. Das hat mich selbst erstaunt, das Remarkable selbst, das Zweier ist mit vielen Magneten versehen. Das heißt, den Stift sehen Sie schon als Stylus an der Seite vom Magneten und der sitzt so fest, dass im normalen Alltag man den Stylus eigentlich nicht verlieren sollte. Aber ich würde es jetzt nicht übertreiben mit dem Testen. Genau, das Material ist sehr schön griffig. Lederoberfläche und das Remarkable wird einfach in die dafür vorgesehene Halterung geklemmt und es hält magnetisch. Ein sehr schönes Gesamtset und wie ich finde, hat sich der Sprung von dem 1er Remarkable auf das 2er mehr als gelohnt. Und während das Gerät jetzt hier noch updatet, ich dann noch mal versucht habe, einen File zu öffnen, blende ich jetzt das Video mal ab und gehe auf die Ansicht jetzt zurück. Jetzt zeige ich Ihnen das Gerät nochmal. Das ist das Remarkable 2. In der Funktionalität entspricht das im Update den letzten Varianten. Und gerade der angesprochene Ladenachteil beim Remarkable 1, das heißt, dass es immer in einer solchen Hülle steckt und dann nur an der Unterseite geladen werden kann, ist das Ganze beim Remarkable 2 und das auf solche Details legt ja der ein oder andere Wert an der Unterseite des Remarkables und via USB-C lässt es sich auch laden, wenn es in der Hülle steckt. Das war der Vorführeffekt mit dem Stift. Da muss ich noch schauen, ob ich mich dran gewöhne, aber das sei einmal dahingestellt. Ansonsten gibt es jetzt am Gerät selbst überhaupt nichts anderes zu zeigen. Nur so, der Ersteindruck ist der, dass sich die Erkennungsgeschwindigkeit und Genauigkeit noch einmal im Vergleich zum ersten Remarkable verbessert hat. Und dass, auch wenn jetzt so meine erste Freude
schon ein wenig verflogen ist, ich nur sagen kann, dass es nicht nur großartig ist, das Gerät zu entpacken, sondern auch zu nutzen. Der Transfer der Files ist klappt reibungslos. Vielleicht so viel, Sie sehen, jetzt sind alle meine Dokumente sind jetzt schon auf dem Remarkable aktualisiert, sodass ich hier faktisch nahtlos weiterarbeiten kann, ohne eine Pause einzulegen. Die Settings selbst sind haben sich nicht verändert, da hier mit derselben Hardware, mit derselben Software, mit demselben Betriebssystem gearbeitet wird. Nur auf ein Detail möchte ich Sie noch hinweisen, nämlich, dass das Display selbst hier begrenzt ist an der Seite, dass aber der Rahmen des Displays dieselbe Farbe hat wie die Oberfläche der Dokumente. Und das ist so ein kleines, aber feines Detail, das mich an dem Gerät sehr freut. Wie auch immer, wie dem auch sei, wenn Sie überlegen, in ein papierloses Büro zu wechseln und auf der Suche nach einem tollen Gerät sind, um damit zu beginnen, dann kann ich Ihnen das Remarkable 2 in der Form, wie es mir jetzt hier vorliegt, uneingeschränkt empfehlen, auch wenn die Veränderungen gegenüber dem Remarkable 1 auf Hardware-Seite auf den ersten Blick sehr überschaubar sind. Da wäre zum einen USB-C eine bessere Lademöglichkeit, wenn es in der Hülle schläft. Eine sehr stylische Magnetbefestigung für Stylus und das E-Ink-Tablet selbst in der Hülle. Und insgesamt eine etwas bessere Erkennung Ihrer Eingaben auf dem Display. Also es ist etwas sensitiver. Und die Eingabegeschwindigkeit hat sich auch noch einmal verbessert. Also das sind die Punkte auf der Habenseite. Wenn Sie schon ein Remarkable 1 haben und mit dem zufrieden sind und vor allen Dingen die Hardware-Buttons weiter benutzen wollen, dann wird höchstwahrscheinlich das Remarkable 2 für Sie mit der Swipe-Technik eher nicht die erste Wahl sein. Aber ich glaube, dagegen kann man fast nichts einwenden an diese hardware-technische Neuerung. Also, wie auch immer, ich freue mich, mit dem Gerät zu arbeiten. Entschuldigung, wenn Sie Fragen haben, wie ich das in meinen Workflow einbette. Ich habe unter dem Video im Beschreibungsbereich den Link zu der Vorstellung des Remarkable 1 im Zuge der Ankündigung des Remarkable 2 geteilt, sodass Sie sehen können, wie ich das Ganze in meinen Workflow einbette. Und ich glaube, das ist ein gutes Tool, um an Schule und Hochschule digital zu arbeiten und vor allen Dingen mit digitalem Papier zu arbeiten. Das wird ja in diesem Semester noch einmal deutlich wichtiger, als es im letzten Semester war. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Freue mich, wenn Sie dem Kanal treu bleiben und wünsche einen schönen Abend und bin erst einmal an dieser Stelle raus.